denkt ihr, es ist in Ordnung, Krabben lebendig an den Haken dran zu machen und als Köder zu benutzen, um Fische zu angeln? Könnt mal gerne reinschreiben. Den haben wir hier gefunden, den toten Krebs. Und wir benutzen jetzt die beiden als Köder, Muscheln oder Krebse. Wir sind ja im Mittelmeer. Und schreibt mal gerne rein, welche Köder ihr am besten findet am Meer, also generell hier vom Ufer aus. Elias ist ja Team Muschel und ich bin eher Team Krabbe. Schreibt mal gerne rein.